Am Ostermorgen hat sich bei mir keine Osterfreude eingestellt. Eigentlich wäre ich jetzt bei meiner Familie in Holzgerlingen. Stattdessen sitze ich hier in meinem Zimmer hier in Berlin. Auch wenn man telefonieren kann, das ist nicht dasselbe. Da ist die Unsicherheit, was jetzt mit Corona ist, wie das weitergeht. Und einfach auch das ganze Leid, was damit verbunden ist, dass Menschen isoliert auf Intensivstationen sterben. Ältere, Behinderte und Kranke dürfen nicht mehr besucht werden. Und Großeltern können ihre Enkelkinder nicht mehr sehen. Ein völlig ungeplanter, unvorhersehbarer Beziehungsabbruch, den wir da alle durch Corona erfahren. Ich fühle mich getrennt, wie abgeschnitten, hier in meinem Zimmer und der Rest der Familie in unerreichbarer Ferne. Das ist nicht Ostern, das ist Karfreitag. Als meine Oma vor einigen Jahren starb, habe ich von ihr ein Bild geerbt, dieses hier. Und auf diesem Bild sieht man eben 10 trübe Gestalten, die einem in sich zusammengesunkenen Mann zuhören. Dieses Bild hing bei meiner Oma im Wohnzimmer neben dem Sofa, auf dem sie immer ihre Bibellese gemacht hat. Es sind die Jünger Jesu. Judas hat sich schon erhängt und ist nicht dabei. Und die anderen Jünger haben sich verängstigt in das Haus von Petrus zurückgezogen. Johannes kommt dazu. Er war bei der Kreuzigung Jesu dabei und bricht am Tisch zusammen. Er erzählt, wie Jesus gestorben ist. Ein sehr frustrierendes Bild, der Endpunkt. Es ist vorbei. Ihr Freund und Vorbild, derjenige, der sie zusammengeführt hat, ist weg. Jesus ist tot. Totaler Beziehungsabbruch. Dieses Ende treibt seine Jünger in Verzweiflung. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, wie schockiert sie sind und wie verzweifelt. Als meine Großmutter vor einigen Jahren starb und ich dieses Bild bekam, habe ich mich gefragt, warum hast du dieses deprimierende Bild so präsent in deiner Wohnung aufgehängt, an einem Ort, an dem du das jeden Morgen siehst? Warum kein fröhliches, kein hoffnungsvolles Bild? Es ist ein Bild, auf dem die Hauptperson fehlt und alle in der Szene, die dort stehen, vermissen schmerzlich diese Hauptperson. Der absolute Tiefpunkt dieser Menschen, die da auf dem Bild zu sehen sind. Dann wurde mir aber klar, warum meine Oma dieses Bild so aufgehängt hat und so präsent hatte. Der Tiefpunkt ist nicht der Endpunkt. Das Fehlen der Hauptperson ist nicht das Ende der Geschichte. Trennung und Tod sind nicht der Endpunkt. Unsere Trauer und unser Leid, die Erfahrung, dass Beziehungen einfach abbrechen, ist genauso wenig das Ende, wie diese Szene das Ende war in der Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Gott stellt die Beziehung wieder her. Jesus begegnet seinen Jüngerinnen und dann auch seinen Jüngern als der Auferstandene. In Gottes Liebe sind wir alle zu Hause, auch im Tod und über den Tod hinaus. Ostern sagt uns, Beziehungen enden nicht einfach im Nichts. Die Liebe hört niemals auf. Was für Jesus gilt, gilt auch für uns. Der Tod ist nicht stärker als die Liebe und Beziehungen werden nicht für immer getrennt. Wir sind verbunden in Gott, ob in Berlin oder Schwaben, ob im Leben oder im Tod. Gottes Liebe trägt uns und nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Der Herr ist auferstanden. Amen.